Ach, für mich gibt's fast nichts Schöneres, als mit seinem Rennrad im Urlaub zu sein. Ach, also für mich gibt's wirklich nichts Schöneres, als mit meinem Gravelbike im Urlaub zu sein. Sommer, Sonne, Strand und endlose Straßen zu erkunden. Man ist im Handumdrehen an den schönsten Ecken seines jeweiligen Urlaubsortes. Also für mich gibt's da wirklich keine Alternative. Optimal, Tobi. Also ich würde sagen, wir haben hier alles, was man für eine wunderschöne Challenge braucht. Wir haben zwei Fahrer, wir haben zwei Fahrräder und wir haben vor allem zwei Meinungen. Und wir haben eine wunderschöne Insel. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Stadt Paphos, die uns hier nach Zypern eingeladen hat. Uns wurden wunderschöne Aussichten und atemberaubende Straßen versprochen. Wir sind gespannt. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Challenge kommen, Tobi, musst du mir aber noch erklären, warum du denn denkst, dass der Rennradurlaub das Mittel zur Wahl ist. Also meiner Ansicht nach ist das Rennrad einfach hier das optimale Gefährt. Du hast wunderschöne kleine Straßen, lange Anstiege, kurze knackige Wellen und der Asphalt ist auch richtig gut. Radwege hast du hier zum Teil auch. Also eigentlich alles, was man für ein Rennrad braucht. Und ja, wozu soll ich dann ein Mountainbike oder ein Gravelrad mitnehmen? Also meiner Meinung nach ist es zwar so, dass du am Ende die größere Distanz zurücklegen wirst, aber dafür komme ich an viel entlegenere Orte, an die du mit der Straße eben gar nicht hinkommst. Ich werde mir da die wunderschönsten Spots der Insel raussuchen und für mich steht die Sache fest, Tobi. Wir machen keinen Leistungswettbewerb, aus dem Alter sind wir raus, wir machen einen Schönheitswettbewerb. Also jetzt nicht irgendwie mit Abmodeln oder so, sondern wir versuchen auf unserer Fahrt, wir fahren zwei unterschiedliche Routen, gleicher Startpunkt, gleiches Ziel und dann unterschiedliche Routen und wer es schafft dabei, das schönere Foto zu schießen, oder? Ja, ich würde sagen, nicht nur ein Foto, denn die Insel ist so schön, wir machen ein paar mehr. Ich würde sagen, jeder macht ein paar Fotos, die laden wir danach auch in die GCN-App hoch und die Zuschauer können dann entscheiden oder geben einfach einen Daumen nach oben, wer die schöneren Fotos geschossen hat oder am Ende das schönste Foto gemacht hat. Das und der Gewinner bekommt irgendwas oder der Verlierer muss irgendwas machen, oder? Also ich würde sagen, wenn ich gewinne, musst du die nächste Show in dem Hawaii-Hemd hier moderieren. Und wenn ja, du gewinnst, dann putzt du mein Fahrrad. Machen wir so, alles klar. Wobei ich denke, dass du es dann wahrscheinlich nochmal putzen musst. Aber apropos Fahrrad, worauf sind wir hier heute eigentlich unterwegs? Ja, wir haben auch noch ein paar extra Fahrräder zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar von Votec. Du hast dabei einen Prototypen oder noch ein Rad, das erst vor kurzem vorgestellt worden ist, das GAX. Und ich habe das Endurance-Rad. Also ich könnte quasi auch mit dir mitfahren, aber mit meinen 27er Reifen werde ich hier wahrscheinlich auch schnell unterwegs sein und einfach die längere Strecke und viel mehr sehen von der Insel. Ich habe ein bisschen Schiss, dass du vielleicht am Ende doch das schönere Foto hast. Aber ich glaube, am Ende sind wahrscheinlich beide Runden schön. Und ich kann aber einfach besser fotografieren, werde deswegen den Wettbewerb für mich entscheiden. Viel Glück. Ja. Und dann treffen wir uns nachher im Bad der Aphrodite wieder, würde ich sagen. Eins musst du auch noch beachten. Hier auf Zypern ist Linksverkehr. Junge, also, hier bin ich auf die Nerven mit deinem Linksverkehr. Bis später. Wir sehen uns. Tschö. Wir befinden uns jetzt hier am Etro 3 am Schiffswrack. Das Schiff ist am 7. Dezember 2011 havariert. Das ist aus dem Hafen in Limassol losgefahren, war auf dem Weg Richtung Rhodos nach Griechenland und ist halt verunglückt. Der Kapitän ist noch bis zu einem Monat lang auf dem Schiff geblieben, um Bergungsansprüche zu verhindern. Also ganz schön lange Zeit auf dem Wrack. Ja, das liegt schon eine Weile hier, ganz schön rostig, fast so rostig wie Ritchies Steuersätze manchmal aussehen. Ist auf jeden Fall mega der Touristenmagnet und es wird eines meiner ersten Fotos sein, denn es sieht wirklich beeindruckend aus, wie das Schiff hier in der Bucht liegt. So, die ersten 10 Kilometer sind geschafft. Meine Sturzweste ist nicht mehr ganz so weiß wie der Felsen, auf dem ich sitze. Einmal hat es mich schon gelegt, aber gut, es passiert den Besten. Bis jetzt wunderschöne Strecke, hier immer am Lara Beach vorbei.
immer nah zum Wasser. Und jetzt hier auch mal ein kurzes Stück über den Strand gefahren. Das war auch wunderschön. Schildkröten habe ich leider noch keine gesehen, aber mal gucken, vielleicht krabbeln mir gleich noch welche über den Weg. Wir klettern jetzt gleich da den Felsen hoch und dann geht es weiter langsam Richtung Berge. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Höhenmeter auf dem Gravelrad so fahren. So, ich bin jetzt hier in der Hälfte des Anstiegs des heutigen Tages und der Ausblick ist schon wirklich richtig schön. Bisher auch wenig Verkehr, moderate Steigung. Ich denke mal, ich werde hier schon mal ein Foto machen, weil das ist ganz nett. Und dann werde ich mich jetzt noch weiterhin den Anstieg hochquälen, ist es gar nicht, eher hoch genießen. Immer entlang an der Küste, jetzt sind wir vor ein paar Kilometern. Also so ungefähr bei Kilometer 20, ein bisschen rechts weggeknickt und nähern uns jetzt hier diesem Eck und dem Leuchtturm an der Küste an. Also ich muss sagen, bis jetzt war der Part gar nicht so ohne, also ziemlich viele Steine, ziemlich verblockt, macht aber trotzdem richtigen Spaß und hat sich auf jeden Fall auch für die Fotobibliothek gelohnt. Ich denke schon ein, zwei schöne Shots sind bei rumgekommen. Ich bin gespannt, was der Tobi da aus einem Asphaltloch macht und hoffe, dass ich mir aufgrund der höheren Anstrengungen, die ich hier eingehe, den Sieg sichern kann. Noch 20 Kilometer zu fahren und dann kommt auf einmal das hier, traumhafte Aussicht. Kann man einmal über die gesamte Küste runter gucken, wunderschön. Hier oben am Leuchtturm, der da oben allerdings nicht ganz so beeindruckend ist. Aber egal, wer mit der Aussicht hier belohnt wird. Da hat sich auf jeden Fall die Mühe hier zum Raufkraxeln gelohnt. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, gucken wir einfach noch mal gemeinsam hier runter und denken an den Tobi, der irgendwie versuchen muss, diesen Fotowettbewerb zu gewinnen. Der erste Anstieg hier hoch nach Katikas, der ist endlich geschafft. War ein super schöner Anstieg, ruhige Straßen, am Ende noch ein paar steile Stiche. Aber für mich geht es jetzt hier da runter und ich freue mich auf die Abfahrt. Ich bin jetzt hier bei meinem nächsten Stop angekommen, dem sogenannten Evretu-Damm. Das ist der drittgrößte Damm hier auf der Insel Zypern, aber der größte, der komplett aus Gestein ist. Das Ganze zu bauen hat 21 Millionen Euro gekostet. Und ich denke, obwohl es nur der drittgrößte Damm hier ist auf Zypern, werde ich mit meinen Fotos den Weinsheimer auf jeden Fall schlagen. Ja, der Küste kann man sich noch gut erholen. Und dann geht's gleich in den finalen Anstieg. Den habe ich ja mal gar keinen Bock. Aber vielleicht gibt's hier oben noch mal einen nicen Shot. Der Weinsheimer hängt bestimmt im Sand fest. Ich glaube, ich hole mir erstmal hier schön ein Käffchen. Also der Kaffee ist hier auch richtig gut. Und ich habe hier so Kürbisgebäck bekommen von der Dame. Und die schmecken auch richtig, richtig gut. Um die Ecke befindet sich noch diese Kirche in Lysos. Das ist eine alte, typisch orthodoxe Kirche. Die ist auf jeden Fall auch sehenswert. Da gibt es auch am Eingang ein bekanntes fränkisches Wappen. Also die Kirche ist ganz schön schick und alt. Die wurde im 20. Jahrhundert noch mal ein bisschen erneuert, ein bisschen erweitert. Und mich erwartet jetzt noch eine schöne Abfahrt runter an die Küste. Und dann geht's zum Bad der Aphrodite.
dieser wunderbare Ausblick hier. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich denke, da hat der Tobi auf jeden Fall keine Chance. Aber es war auch ein gutes Stück Arbeit bis hier hoch. Und ich würde sagen, eher für Geländeesel gemacht als für Geländeritschis. Aber es hat sich gelohnt. Und jetzt geht's nur noch runter. So, ich habe jetzt noch gute 4 Kilometer zum Bad der Aphrodite. Ich denke, ich bin auf jeden Fall vor dem Weinheimer da und habe die schöneren Fotos geschossen. Deswegen werde ich jetzt hier die wellige Küstenstraße noch mal so richtig genießen. Da kommt er endlich, der Richie, Prinz Gravelherz. Junge, ja, alte Liebesgöttin. Wie ist der Gang, Alter? Siehst ja ganz schön staubig aus. Ja. Und wir setzen uns hier zum Bad der Aphrodite. Erzähl mal, wie ist der Gang? Also, erstmal muss ich sagen, es war wunderschön. Also ich habe wirklich krasse Aussichten gehabt und auch jede Menge Spaß. Trotzdem würde ich vielleicht das nächste Mal mit einem Mountainbike wiederkommen. Also man konnte schon graveln, es war möglich, ich bin ja auch angekommen. Aber manchmal war es doch echt ein bisschen verblockt. Aber das Verblockte hat sich definitiv gelohnt. Guck dir mal hier die Fotos an. Leuchtturm oder hier auch am Anfang an der Küste war eigentlich auch immer schön. Die Sonne hat da immer ganz gut gestanden. Hast du ein paar Schildkröten gesehen? Schildkröten habe ich leider nicht gesehen, aber fast eine Eidechse überfahren. Also auch nicht schlecht. Wie war es bei dir? Ja, mein Start war super. Also schön flach raus, ein bisschen Rückenwind. Aber der Anstieg nach 15 Kilometern, die alte Straße nach Caricas, die hatte es sich auf jeden Fall in sich. Da waren ein paar richtig fiese, steile Rampen dabei. Auf jeden Fall, wenn ihr hier nach Zypern fahrt, dann macht eine kleine Übersetzung drauf, sonst kommt ihr da wahrscheinlich gar nicht hoch. Und ihr müsst immer noch eine zweite Luft haben, weil in einem Dorf, da haben mich ein paar Hunde verfolgt, da musste ich auf meine alten Tage nochmal eine richtige Attacke fahren, damit ich die abschüttel. Aber der Blick oben, der hat auf jeden Fall entschädigt. Da habe ich ein richtig geiles Foto gemacht, hier mit dem Ausblick da aufs Meer. Nicht schlecht. Und du siehst ja auch ganz viele kleine andere Straßen, die man da auf jeden Fall fahren kann. Jetzt auch vielleicht mit dem Gravelrad auch da lang fahren können. Aber auch die Abfahrten sind richtig gut. Also meistens lange gerade Strecken, da kannst du halt echt mit 80 km/h runterschießen und hast mega Fun. Und, ja, dann würde ich sagen, wir packen auf jeden Fall beide Runden von uns bei Komoot hoch auf den GCN auf Deutsch Account. Dann packen wir eh noch ein paar Runden von Zypern mit drauf, würde ich sagen. Kann man dann da eben abchecken. Ja, und ansonsten haben die Zuschauer noch eine ganz besondere Aufgabe, nämlich eine App aufmachen, ne? Ja, ihr müsst jetzt die GCN-App runterladen oder ihr habt sie schon runtergeladen und dann müsst ihr einfach mal abstimmen, wer die coolere Route gefahren ist. Hier, Gravelherz Richie. Oder die Göttin der Liebe und Schönheit ist es, glaube ich. Ja, da hinten steht es, Liebe und Schönheit. Tobias, ja, einfach abstimmen, wir laden da die Fotos hoch und dann gucken wir, wer der Gewinner ist. Wetteinsatz war ja einmal Hawaii, M-Timer, Radputzen. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal auf Zypern geradelt seid. Wir sind eher so die klassischen Mallorquiner. Ja, ich war auch noch nie hier, aber ich denke, das ist eigentlich echt ein cooles Trainingsgebiet. Auch echt lange Anstiege, die man hier fahren kann. Also auf jeden Fall ein Kletterparadies eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Und dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und ob ihr lieber gravelt oder eben mit der Straße fahrt, was da eben die Vor- und Nachteile für euch sind. Und dann würde ich sagen, wir beide treten jetzt zusammen den Rückweg an, oder? So Leute, macht's gut. Wir fahren vereint nach Hause. Einer mit breiten, einer mit dünnen Reifen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Hier habe ich natürlich Vorteil als alter Profi-Crosser, ne?